Hallo, ihr Gwirlinge! Der Ex-Alp, die Bestie von Xagor, ist mit Duras unterwegs in... Nein, es ist gar nicht mehr Edan, glaube ich. Ich meine, es ist bereits... Oh, sieht man das hier? Man sieht das Land hier gar nicht richtig, wie das heißt. Aber irgendwo habe ich was gelesen von wegen Abessa oder so. Möglicherweise bin ich ja schon in Abessa. Das ist mir gerade nicht klar, wo ich hier gerade bin und wo ich das sehen kann, wo ich bin. Ist aber auch egal. Ich will jetzt hier mal zu diesem Konverter. Da gibt es Maschinenteile, die ich mitbringen soll. Zu... Oh, Jora, glaube ich. Und jetzt ist es einfachste eigentlich, wenn ich hier vorne, wo die Kurve ist... Hier ist eine Art Mauer. Aber da muss auch ein Tor sein, wenn da ein Pfad hinführt. Vielleicht. Da, wo die Kurve ist... geradeaus düsen und dann hier rein in diesen Bereich. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh, drei Hühner, nein. Ich habe keinen Bock auf die Hühner. Was ist das da oben? Ah, ja, könnt mich mal. Das Vieh mache ich platt. Ja, mach mal. Ich bin dir keine große Hilfe, glaub mir. Bin ich hier oben sicher? Wahrscheinlich nicht. Jetzt reicht's mir. Hört ihr Fernkampf? Augenscheinlich nicht. Die bleiben halt nicht stehen. Das ist intelligent, eigentlich. Der eine ist fast platt. Allerdings ist es auch besser als in Gothic, wo die Viechter dann... Ah, das war ich. Wo die Viechter dann teilweise sonst wo unter irgendeiner Klippe gestanden haben. Man konnte sie gar nicht mehr angreifen. Das war Duras. Und wo bist du? Da. Komm her, wenn du was willst. Huh. Dankeschön. Pfeile werden knapp. Drei Beißer, wow. Also Beißer können keinen Fernkampf, das muss ich mir merken. Hornwölfe hingegen können Fernkampf. Und zwar ganz enormen. Was ist das da oben? Ich wollte zwar eigentlich zum Konverter, aber vielleicht ist das ja schon ein Teil des Konverters. Nee, ist es nicht. Ich muss eins höher noch düsen. Oh, scheiße. Da war doch gar kein Überhang. Doch, ist einer. Scheiße. Nee. Ist mir jetzt zu doof. Da schaffe ich es wieder nicht bis zum Konverter in dieser Episode. Da oben ist irgendwas. Das macht irgendwas. Schaue ich mir später mal an, wenn ich hier bin. Tollkraut. Die gröbsten Kräuter werden allerdings gepflückt, ohne die nächste Beißerhorde anzulocken, wenn es geht. Und hier ist doch jetzt... Was? War hier irgendwas? Ja, Seelenkraut. Hier ist jetzt diese Kurve, richtig? Das heißt, da ist der Konverter, richtig oder falsch? Ja, in Richtung der gelben Punkte ist der Konverter, genau. Hier ist die Kurve. Dann ist hier laut Karte irgendwo ein Absatz und da muss ich runterdüsen. Das ist der Konverter. Da ist eine Mauer drumherum. Ich werde es wohl nicht schaffen, von hier aus runter zu hüpfen und da auf diesem Ding zu landen, oder? Das wäre natürlich eigentlich das Einfachste. Aber man kann locker dahin, auf diesen Felsen hinterm Heldenkopf und dann da irgendwie über die Mauer jetten. Das müsste gehen. Tut dir nicht weh. Gut. Und das Ding haben die Alps gebaut angeblich und es ist aber von den Berserkern kaputt gemacht worden. So habe ich das verstanden. Und da drin wird es doch bestimmt wibbeln vor irgendwas. Speichern? Da unten sind Viechter. Die sind mir aber egal. Am besten mal auf diese Treppe da, oder?
Oder zum Baum da hinten hin. Das ist vielleicht besser. Die Treppe ist sehr schief dafür, dass es Alps gebaut haben. So, die Maschinenteile sind nah. Die sind bestimmt da oben drauf oder drin. Hier sollten wir besser wachsam sein. Oh ne, wenn du das schon sagst. Kacke. Ich glaube, diese Straßenreste sind vorher schon hier gewesen. Sie haben einfach die Alps nebendran ihren Konverter gebaut. Das hat damit nichts zu tun. Das ist zu hoch, um da irgendwie hoch zu chatten, ohne weiteres, richtig? Das heißt, ich muss mir irgendeine Art von Eingang suchen. Oh! Ich helfe dir! Ja? Was sind das für Viecher? Kenn ich die? Rottwolch kenne ich nicht. Ich mache wie üblich keinen Schaden. Klar. Aber Duras bekommt das hin. War das nicht zwei? Duras? Fühl dich bei mir nicht zu sicher. Okay, er ist festgebackt. Nee. Rottwolch. Auch Duras macht da kaum Schaden. Das ist ja auch interessant. Duras schlägt zu und haut ihm einen Millimeter Gesundheitsbalken weg. Kann ich den Helden auch gerade ganz, ganz schlecht steuern. Du hast den Rest, schaffst du? Oh, du hast es geschafft. Gut, gut, gut. 60 Punkte, das ist gar nicht von schlechten Eltern, das Vieh. Rottwolch, ich hatte Elektroschrott und Metallschrott dabei. Erstaunlich. Igitt, was ist denn das? Was ist denn das mal gewesen? Sag mal, warst du mal ein Humanoider oder was? Das Gesicht sieht ein bisschen entfernt menschlich aus. Igitt. Und wenn da drin 10 solcher Dinger sind, dann dauert das ja 5 Episoden, bis ich hier weiter bin. Was ist das da unten? Das da? Das ist ein Gegner, scheiße. Das Fadenkreuz wird rot, es ist ein Gegner, richtig? Ich wollte schon sagen, es sieht ein bisschen aus, als würde da irgendwas hocken. Oh, Kacke. Was ist das da? Das Gelbe da? Geradeaus? Ist das eines der Maschinenteile? Speichern! Was ist das? Es ist weg. Ach nee, es ist hier hinten unter dem Busch, genau. Was bist du? Es ist eine Art Roboter. Es ist ein Kampfkoloss, das war gerade kurz zu sehen. Kampfkoloss, das klingt nicht so, als könnten wir das legen, richtig? Und ist der Kampfkoloss, also muss ich den Kampfkoloss killen oder was? Oder warum ist der als gelber Punkt auf der Karte markiert? Ist er ja gar nicht. Das ist vielleicht nur, weil das ein identifizierter Gegner ist. Ich habe 3 Maschinenteile und irgendwie Korin. Das ist vielleicht ein Barbar, weiß ich nicht. Ich sollte diese Maschinenteile irgendwie bergen. Oder lässt der Kampfkoloss auch dann was übrig, was ich brauche? Das wäre ja gemein. Der Konverter ist ja wohl groß genug, dass ich da irgendwas abschrauben kann, ohne mit Kampfkolossen mich zu beschäftigen. Aber ich muss mal den Eingang finden. Da hinten rechts ist irgendwas, aber vielleicht lässt es mich in Ruhe. Der erste Sieg der Berserker gegen die Alps hat sich hier zugetragen. Noch lange werden sich unsere Nachfahren erzählen, wie wir diesen Konverter zerstört haben. Der hat irgendwas gebohrt.
Wie komme ich denn da rein? Oder da drauf? Da sind auch wieder irgendwelche Roboter. Ich habe den Eindruck, dass ich das hier nicht ohne weiteres lösen kann, diese Queste. Bereit machen. Was? Wofür denn? Du machst mir Angst mit solchen Sätzen, weißt du das? Was bist denn du? Ich krieg dich klein. Schwerfälliger Wühler. Los geht's! Ja, mach mal. Oh, ich bin zu spät gestartet. Oh. Jetzt bin ich hier irgendwo reingeraten, aus Versehen, in so eine Sequenz. Scheiße. Das war nicht meine Absicht. Duras, du hast nicht wirklich eine Chance gegen die, glaube ich. Du solltest es lassen. Lass es einfach. Das bringt nichts. Geh aus der Schusslinie. So wie ich. Ich Kameradenschwein. Kann hier stehen? Ja, kann man. Gut. Duras, mach das mal. Das waren diese Alps, von denen war auch die Rede irgendwie. Sind das die Separatisten-Alps gewesen? Mit dem Rücken frei. Ich halte dir den Rücken frei, ja, aber ich glaube, die schießen uns hier oben ab. Die Tontauben. Sag ich doch. Oh. Frank? Ich weiß nicht, wo ich bin. Panik? Chaos? Am besten, ich gehe mal irgendwo hoch. Du warst, da bist du ja wieder. Du lebst noch. Oder wieder. Yes, so sollte man das alles nicht machen, wie ich das ja gerade vorführe. Gebratenes Fleisch. Wo bin ich überhaupt? Wo sind die Maschinenteile? Das ist viel wichtiger. Das da ist ein Maschinenteil vielleicht. Da, so in dieser Richtung. Wieso latschst du auch plötzlich in diese Szene rein? Mann, oh Mann, oh Mann. Ich speichere mal. Das war diese Quest mit diesem Kontakt, glaube ich. Das war hier unten irgendwie. Oder war das sogar die Hauptmission? Rachefeldzug. Kontakt. Da ist ein kleiner Vorposten der Alps an einem Waldrand von Edan. Ich sollte ihnen zu erkennen geben. Ich sollte mich ihnen zu erkennen geben. Mal sehen, was mein Wort noch wert ist. Sollten sie meine Autorität nicht anerkennen, dann puste ich sie weg. Das waren die wohl. Das hier ist aber kein Waldrand von Edan. Das hier ist der Konverter. Vielleicht gibt es aber auch mehrere von diesen Posten und ich bin halt in einen reingeraten und deswegen ist die Quest jetzt getriggert worden. Das könnte sein. Hier liegt was. Ein müdes Teil Elex. Oh ne, reines Elex. Kein Elexit. Gut. So. Maschinenteile war eigentlich die Queste. Da ist der Roboter. Ich bin einmal rundherum gelaufen um dieses komische Ding hier. Die Teile sind bestimmt hier oben irgendwo drauf, oder? Da vielleicht. Komme ich hier auf irgendeinen Absatz rüber, um da einfach mal stehen zu bleiben und das Ding aufladen zu lassen. Jetzt müsste ich da auf den nächsten, die nächste Stufe oder hier einfach senkrecht nach oben. Das müsste eigentlich auch reichen. So. Das Maschinenteil ist, da hinten. In diesem Gang wahrscheinlich. Oder was auch immer das ist. Hier ist irgendwas. Hier knurrt irgendwas ganz laut. Was ist das? Es kommt von überall. Oder ist es wirklich hier drin? Es ist hier drin. Ich muss rein in das Ding.
Wie komme ich denn da rein? Also bei den Brüllen will ich gar nicht rein, aber ich muss da rein. Das hier ist eine Art Verbindungsgang und der muss auch irgendwo mal eine Tür haben. Irgendwo muss eine Tür sein. Ganz oben war irgendeine Art Gleiter- oder Helikopter-Landeplattform. Wenn man da oben mit irgendeinem Fluggerät landen kann, dann muss es da ja oben auch einen Einstieg geben. Ich weiß nur nicht mehr, an welcher Seite das war. Ist aber auch egal, das werde ich finden. Der Anfang ist gemacht. Was ist denn hier los? Was war das? Irgendjemand schießt nach mir? Oder so? Mit irgendwas, was ich nicht kenne? Hier ist eine Tür. Aber die ist so. Und ich höre jemanden da irgendwas rum erzählen. Wer bist denn du? Was bist du für ein hübschen Kleriker, richtig? Bist du freundlich oder feindlich? Bist du ein Kleriker, den man ansprechen kann, der hier eine Mission zu erfüllen hat? Oder bist du Todfeind? Speichern. Ich probier's mal freundlich. Hi, Falk. Du bist in einem Stück hier hochgekommen? Beeindruckend. Offenbar bin ich nicht der Einzige. Ich hatte mehr Glück als Verstand. Ich auch. Diese Mutanten haben mich bis in den Konverter verfolgt und bedrohen mich seit einer Ewigkeit. Ohne meine technischen Fähigkeiten wäre ich nicht so weit gekommen. Die paar Mutanten waren dir zu viel. Zu Beginn war eine ganze Horde hinter mir her und hat mir ordentlich zugesetzt. Es ist mir gelungen, einen der Abflussschläuche zu durchtrennen und den gesamten Eingangsbereich zu fluten. Allerdings sind die Viecher recht robust. Mir blieb nichts anderes übrig, als einen Teil der Maschinen auszuschalten, damit sie mich nicht weiter verfolgen. Aha. Du bist also technisch begabt. Ich bin ein Akolyt der Kleriker. Wir wissen alle sehr viel über Technik und machen sie uns zunutze. Ein Akolyt in Edan. So ist es. Und es war ein weiter Weg aus den Bergen von Ignadon. Aber manchmal muss man ein Risiko eingehen, um etwas zu erreichen. Wem sagst du das? Woher kommen die Mutanten? Sie gehören zu den Alps, die diesen Konverter in Betrieb nehmen wollten. Den Alps war das Leben der Menschen und Kreaturen Magalans noch nie heilig. Sie experimentieren an ihnen mit ihrer Elex-Technologie und wenn ihnen das Ergebnis nicht gefällt, saugen sie das Elex wieder aus ihnen heraus. Ich dachte, du interessierst dich für neue Technologien. Nicht, wenn das Ergebnis beißen kann und in ganz Magalan verteilt ist. Die meisten Mutanten sind glücklicherweise nach der Zerstörung des Konverters abgehauen, aber es streifen immer noch genug von ihnen hier herum und greifen alles an, was sich bewegt. Was willst du hier? Ich beantworte gerne alle deine Fragen, aber zuerst sollten alle Mutanten verschwinden, die sich im Konverter herumtreiben. Ich werde den Mutanten mal einen Besuch abstatten. Das wäre sicherlich hilfreich. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Das hat mit Glück nichts zu tun. Also das ist der erste Kleriker, der also halbwegs sympathisch ist. Hier der Mr. Großkotz in Aktion. Das hat mit Glück nichts zu tun. Plan, mach die Tür auf und lock die Mutanten zu Falk. Und dann währenddessen schleich dich rein und klau Maschinenteile. Wird so nicht funktionieren, ist mir klar. So, als ich das Ding sowieso nicht aufkriege hier. Wahrscheinlich, weil mir irgendwie Hacken fehlt oder so, die Fähigkeit. Und offenbar sind die Maschinenteile auch da drinnen irgendwo. Die liegen nicht hier draußen unmotiviert herum. Ansonsten hätte ich nämlich hier ist ein Maschinenteil. Das ist aber hier drinnen. Leider ist es das nicht. Das heißt, eigentlich kann ich mir die Quest in die Haare schmieren. Das wird nichts werden. Im Moment. Und das wiederum heißt, eigentlich würde ich ja ganz gern mal irgendeinen Teleporter aktivieren.
Das wollte ich nicht. Übers Ziel hinausgeschossen. Also, ich würde hier ganz gerne einen Teleporter aktivieren, wenn es hier einen gibt. Hier gibt es garantiert einen. Aber ich finde ihn nicht. Und man sieht auf dem Ding hier auch nichts Näheres. Nee. So, noch ein Versuch. Komm. Bitte oben stehen bleiben. Da oben ist bestimmt was. Wie hier oben jetzt ein Busch wachsen kann, das wissen auch die Berserker allein. Ja, ich sehe keinen Teleporter. Das ist echt ein Problem. Blutspur. Auch dort wächst irgendwas. Da ist so ein kleines Vieh. Was ist denn das? Ein Cleanbot, der sollte mir eigentlich nichts tun. Das ist ein Staubsaugerroboter. Ich finde einen großen Elixitbeutel. Das ist jetzt aber kein Geheimversteck hier. Dass man hier oben aufs Dach klettert, das sollte ein... Oh, Kronstöckel. Ich fass es nicht. Es gibt Kronstöckel. Und diesmal sogar mit E. Okay, also dann muss ich ja doch mal einen Versteck-Irgendwas-Alarm ausrufen. Einen Kronstöckel-Alarm rufe ich aus. Ich habe meinen ersten Kronstöckel gefunden. Und zwar... ist der auf dem Dach der Konverterstation, da auf dem großen nördlichen Bereich. Ich finde einen Kronstöckel. Was macht denn ein Kronstöckel? Wichtig, nicht draufklicken. Nicht draufklicken. Auf keinen Fall draufklicken. Wo ist er denn? Da. Sehr selten und wertvoll für alchemistische Zwecke. Das brauche ich bestimmt für permanente Tränke. Oha. Ich hier überall diese Viecher, aber ich komme ja nicht rein. Das ist auch gut so. Großer Elixitbeutel. Kleiner Elex-Trank. Noch ein kleiner Elex-Trank. Energiespeicher. Eine alte Münze ist hier. Sprengraketen. Sprenggranaten. Elektroschrott. Wen hat es denn hier zerlegt? Und der Cleanbot ist ein x-mal drüber gefahren. Hat es aber nicht wirklich sauber bekommen. Und auf all dem Zeug ist dann ein Kronstöckel gewachsen. Ja, das war absehbar. Gibt es hier irgendwo einen Teleporter? Wenn es den gibt, dann gibt es ja bestimmt bei Corin. Corin, wo ist denn Corin? Corin ist im Süden, das ist der da. Da könnte es einen Teleporter irgendwo geben. Hier oben wird das nicht der Fall sein. Nee. Gut, liebe Gewehrlinge, dann schaue ich mal gerade noch nach, was das für ein Ding ist. Ich habe Sprengraketen gefunden. Das ist Munition. Sprenggranate ist Munition. Jawohl. Was ist hier neu? Eine alte Münze. Währung aus der alten Welt. Aha. Und hier ist neu die Mission von diesem Falk. Gefahr im Verzug. Ich sollte mich um die bedrohlichen Mutanten im Konverter in Edan kümmern. Bedrohlicher Wühler, bedrohlicher Schleimdrakon, Igitt. Ein Kleriker allein unterwegs. Ah, der Kleriker Falk könnte ein interessanter Waffengefährte sein. Ach, das ist ein Gefährte, ein potenzieller. Ah, verstehe. Und wenn ich dich jetzt hier zerlege, was passiert dann? Dann wird ja nicht mehr geputzt. Und ich finde Metallschrott und Elektroschrott. Und bin im Kampf mit irgendwas, was mich gar nicht angreifen kann. Und bevor es mich doch noch angreift, ist hier das Episodchen zu Ende. Es war relativ fruchtlos. Die Maschinenteile werde ich wohl nicht bekommen, wenn ich nicht in den Reaktor, Konverter irgendwie reinkomme. Und wie das geht, weiß der Geier. Und deswegen geht's mit irgendeinem todesmutigen Sprung in Richtung Corin. Andere Seite. Dann weiter im nächsten Teil. Bis dahin.